Ja, Boltax, wir können uns endlich dein Elementarschiff angucken. Hahaha, ja. Ich freue mich so. Also gut, dann werde ich jetzt nochmal in die Bücher schauen. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich gehe davon aus, ich habe den Job. Ihr habt jedenfalls eure Talente. Nicht nur, was die Buchhaltung angeht, sondern auch euer Verhandlungsgeschick. Hinter Beweis gestellt. Nicht wahr, Kapitania? Das habt ihr und ja, ihr seid angestellt. Wobei ich eure Entscheidung, diesen Vorschlag mit Abel mir zu verkaufen zu bringen, für fragwürdig halte? Ich würde absurd benutzen, das Wort. Absurd ist ein wirklich geeignetes Wort dafür. Ihr vergesst die gräumischen Regeln des Handels. Nummer 7 sagt, Profit ist alles. Keine Sorge, ihr gewinnt euch drin. Ihr habt einen Büchergräum in mir. Haben wir uns auf sein Honorar oder seine Anstellung geeinigt? Nehmen wir jetzt dieser 2 Dukaten pro Tag oder sein Angebot mit 1,5 Dukaten und 30% der Kosten, die er uns einspart? Nun, es ist etwas übertrieben, 30%. Ich würde ein Promille vorschlagen. Aber wenn er uns, wenn er Prozente der Kosten, die er uns einspart, haben möchte, dann gewinnen wir doch dadurch, genauso wie er. Wir gewinnen auch, wenn wir ihm nur ein Promille geben. Es ist ein 1/10%, wenn ihr es wisst. Ich denke, prinzipiell ist der Gedanke einer zusätzlichen Motivation nicht schlecht, aber nun um die genauen Zahlen müsst ihr euch wohl kümmern. Naja, nach seinem letzten Vorschlag würde ich das nicht vorschlagen. Am Ende verkauft er noch die halbe Mannschaft. Nun, dazu hatte ich, glaube ich, schon sehr deutlich meine Ansichten geäußert. Das war ein geräumischer Scherz. Aber nehmen wir einfach mal eure 10.000 Dukaten pro Monat. Wenn ich 30% davon einspare, einfach durch gute Bürokratie, dann sind das 3.000 Dukaten im Monat, die wir mehr haben. Naja, wir wollen es uns aber auch nicht mit den Leuten verscheißen. Ihr müsst verstehen, unser Ziel ist nicht, reich zu werden, sondern dass unser Schiff entsprechend ausgestattet ist an Material und Personal, dass unsere Mission erfolgreich sein kann. Gut, gut, können wir den Gräum jetzt Gräum-Dinge machen lassen und endlich zu dem Schiff gehen? Einen Moment, ich gebe ihm die entsprechenden Bücher und ich weise ihm eine Kabine zu. Ich möchte nicht, dass er in der Kapitänskajüte sich die Bücher ansieht. Nein, nein, ich möchte direkt neben der Krankenstube meine eigene Kajüte haben. Ach ja, das wart ihr, die frei werdende Kajüte von Magistra Kohlrab beziehen wolltet. Sehr wohl. Nun, dann hoffe ihr ich müsst auf wissen, eine... ich habe Glasknochen. Dann hoffe ich auf eine produktivere Nachbarschaft, als ich sie mit der guten Magistra hatte. Ja, sie war tatsächlich immer sehr abweisend. Die fand sie sehr eloquent, wenn ihr so wollt. Sie hatte eine zwergische Stoischkeit. Nun, wir haben sie weder für ihre Geisteskraft noch für ihre Eloquenz bezahlt. Und ihre Zusammenstellung von Magie war sehr, sagen wir, lehrbuchhaft. Nun, inzwischen dient sie ja auf einem anderen Schiff. Es sollte eigentlich so kein Problem sein, wenn Rumpel ihre Kajüte bezieht. Falls ihr etwas braucht, ich hätte ein oder zwei Ideen, wie man eure Knochen verstärken könnte. Wenn darauf komme ich zurück. Ja, gut, so könnt ihr Rumpel zurücklassen, ihm die Bücher geben und dann euch auf dem Landwege aus in Richtung des Seekriegshafens aufmachen, wo ihr nach kurzer Suche die Sulman al-Nasuri findet. Oh, ist sie das? Ist sie das? Was sehen meine entzündeten Augen da? Ein Schiff. Ein Djinn-Schiff. So könnte unser Schiff auch aussehen. Überlegt die Möglichkeiten. Dieses Schiff ist nur begrenzt hochseefähig und kann nicht mal halb so viele Menschen an Bord aufnehmen, wie wir es können. Ganz zu schweigen vom Frachtraum oder den Geschützen. Die Dreiecksegel vor euch sind mit elementaren Symbolen bestickt von Wasser, von Luft, von Feuer. Es sieht fast aus, als würden sie selbst in diesem aufgerollten Zustand noch
ja, als ob der Wind durch sie durchwehen würde, aber es liegt eben, ohne dass es sich selbst bewegt, das Schiff im Hafen. Ihr könnt aber zahllose Edelsteine erkennen, die dort blinken, funkeln in allen Farben. Und natürlich fällt auch auf, neben den zahlreichen Mendorium, Arcanium und Endurium Schmucksteinen, dass nicht nur Seesöldner, Seefahrer, Matrosen anwesend sind, sondern auch 40 Magier und Scholaren, die dort hier umherlaufen. Also ein ganz anderes Kaliber, möchte man meinen. Ihr mit euren, ja, 2, 3, 4, 5 Wortmagiern oder auch, ja, Hexen, die ihr da habt. Das ist nicht so viel. Und wenn man dann hier sieht, wie dann die grauen Wappenröcke umherflattern im Wind und die Scholaren eben mit den Djinn sprechen, selbst einige kleine Mindergeister beschwören oder herbeirufen, dann macht das schon Eindruck, während ihr dann vor dem Schiff steht und auch die Galionsfigur begutachten könnt, die hier aufwendig und verspielt geschmückt ist. Das ganze Schiff sieht aus wie aus Tausend und einem Rausch. Oh, sowas brauchen wir auch. Seht ihr, die in den Mast eingeritzten Glyphen? Und da, ich glaube, das ist eine elementare Attraktion des Windes. So kommt mehr Wind ins Segel hinein. Dieses klobige Ding ist eine Attraktion. Haben Sie das von einem Novizen zeichnen lassen, oder was? Nun, ich weiß es nicht. Und dieser übermäßige Einsatz von Edelsteinen, seht ihr das? Habt ihr eine Ahnung, wie viel überschüssige Kraft dort drin liegen muss? Versteht mich nicht falsch, ich bin mir sicher, es ist ein hervorragend mächtiges Instrument, aber es könnte doch eleganter sein. Nun, schaut einmal, diese Edelsteine, das finde ich ja eigentlich sehr praktisch, es sind bestimmt Geschenke für die Djinn. Überaus faszinierend, ich frage mich, wie sie die kritische Essenz bewahren. Oh ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das sind bestimmt 30 halbwegs kompetente Magier hier an Bord. Ja, und während du das sagst, kannst du sehen, wie wohl einer von diesen Magiern mit einer, ja, es ist keine Zigarette, also wenn er auf euch näher kommt, kannst du den Grasgeruch auch riechen, also es riecht richtig schön nach Rauschkraut, schiebt er sich so in seinen Mundwinkel und kommt dann als Offizier oder auch als erster Magier auf euch zu und schüttelt euch dann die Hände nach und nach, vor allem zunächst einmal Abelmir. Abelmir, ja, Morines, sehr erfreut. Ah, Signorinos, ich bin Valpum und Saranares. Mudares al Manach al Mavaginim. Ich bin der erste Offizier hier. Willkommen, ich habe bereits von Rafik gehört, dass ihr das Deck betreten dürft, ne? Ja, in der Tat. Das sind meine Gefährten und nicht zu vergessen, die Kapitana Sulamin Al-Shabra. Sehr erfreut. Euch fällt auf, dass er wohl eine große Bernsteinbrille trägt und gerade mit dieser Sonne, seine Haut wirkte sehr hell. Aber je näher ihr ihn jetzt auch begutachtet, er sieht wohl nicht nur aus, als wäre er ja, so wie alle Horasier bleich, sondern er ist tatsächlich albinohaft. Seine Haut ist so weiß, gut, jetzt eher so ein bisschen gerötet, aber ungesund rot. Trotzdem, er wirkt so ein bisschen, auch gerade mit seiner Bernsteinbrille, wenn er tatsächlich rote Augen hat, dann verbirgt er sie hinter der Bernsteinbrille. Achso, ist ein Horasier. Ich hab gedacht, das ist der Name klang so tolomidisch. Ja, zumindest hat er als erstes dir die Hand gegeben. Sehr erfreut. Können wir das Schiff betreten? Mit eurer Erlaubnis? Ja, sicher, sicher. Kommt heran, kommt heran. Vielen Dank. Ja, ich würde der Kapitän ja den Vortritt lassen, natürlich. Wir haben viele Magier hier, ne? Nicht nur Tulamidien. Das hier ist zum Beispiel Mondino Yamontazi, Magister Magnus Clara Observantius. Ihr könnt ihn einfach nur Mondino nennen. Sehr erfreut. Dort drüben ist der Efandane Heligon Baltor Al-Chamib und Karima Sabameriban Tura Olorafs dort hier, eine Torwalerin. Nun ja. Studiosa Alerica. Ich sehe, ihr habt Experten aus aller Herren Länder hier versammelt. Si, Signorina. Der Torwalerin verdient so ein bisschen Gesicht. Ja, Boltax, du kannst wohl auch erkennen, wie viele, viele Djinner an Bord sind, die dann hier auch, ja, das Leben der Person an Bord bestimmen.
Den einen oder anderen von ihnen hast du auch schon kennengelernt in der Akademie. Du kannst Branzarusch wieder erkennen, die Feuer-Genim oder auch Lamashtu, den Wassergeist, die dann auch hier gemeinsam mit den Scholaren üben und lehren und lernen. Ja, dann gehe ich doch mal auf Lamashtu zu. Lamashtu, es ist mir eine Freude, dich einmal wieder zu treffen. Wir haben uns noch nicht oft gesehen. Das ist wahr. Ich bringe dir trotzdem meinen Respekt entgegen. Und ich dir meinen. Lamashtu, wie geht es dir hier auf dem Schiff? Das Zusammenspiel der Elemente gelingt. Oh. Auserwählter des Grauen Mannes. Nun, ich kann mir vorstellen, ich habe vorhin ein, zwei Zeichen der elementaren Attraktion Feuer gesehen. Es ist nicht immer leicht für euch hier, oder? Das ist es nicht. Aber meine Weisheit hält mich an Bord. Nun, an Bord wird viel von dir für wichtige Missionen gebraucht, nicht wahr? Immer und überall. Unsere Missionen sind wichtig. Wir bewahren die blutige See vor dem Untergang. Nun, das ist wichtig. Weißt du, wir sind auf der Suche nach dem Schlüssel. Vielleicht können wir damit unseren Teil beitragen. Vorsicht, Feuerball! Ja, ich drehe mich einmal so leicht weg. Ja, du kannst sehen, wie wohl irgendwie so eine Kugel, irgendwie Sphärokugel von einem der elementaren Djinne dann von Bord gelenkt wird, bevor sie dann in das eigene Schiff einschlägt. Einer von den Studiosis hebt kurz die Hand. Entschuldigung, Entschuldigung. Junger Mann, war das dein Feuerball? Ja. Okay, was bedeutet das Wesen des Feuers? Es ist wütend und zufällig, spontan. Nein, nicht wütend. Wut hat nichts mit Feuer zu tun, deshalb hast du das falsch gemacht. Das Feuer ist lebhaft und aufbrausend, aber niemals zornig oder wütend. Nein, nein, das ist ein Fehler, den viele machen. Außerdem hast du dich gerade entschuldigt. Das Feuer entschuldigt sich nicht. Hat es sich entschuldigt, als es dir deinen Arm verbrannt hat? Wohl kaum. Also, wenn du einen Feuerball beherrschen möchtest, dann mach das richtig. Du musst erst das Wesen des Feuers kennen, bevor du das Feuer mit dir vereinen kannst. Ha? Verstehst du? Ihr habt recht, Entschuldigung. Das ist gut so, aber nicht entschuldigen. Und ich gebe ihm einen Tritt. Ja, er hält sich seine Hand, schaut so zu deinen kleinen Beinchen hin und geht dann irgendwie unter Deck, damit er sich dann da verbindet. Den Schaden von dem Mignisphäre hat er selbstverständlich nicht selbst bekommen. Dürfen wir jetzt die Leute hier treten? Da könnte er vielleicht auch um einiges spannender werden. Das war eine kurze Übung. Ich bin ja immerhin noch Lehrer der Grauen Gilde. Und das hier ist ein graues Gildenschiff, oder? Ah, Sie, Meister Boltax. Ihr habt gelernt ebenso in Belhanke. Richtig, richtig. Ja, das ist wahr. Vor langer Zeit. Er nimmt seine Zigarette aus dem Mund und würde sie dir anbieten. Oh, gutes Rauschkraut. Ilvenblatt, das Beste. Oh, ich erinnere mich noch. Belhanka-Zeiten. Wir werden bald ins Horasreich aufbrechen. In ein paar Tagen. Ach ja, wie ich die Belhanka-Zeit vermisse. Es war eine gute Zeit. Eine einfachere Zeit. Seid ihr damals auch auf den Schränken geritten? Oh ja, auf zwei, um genau zu sein. Hoppy und Hippie. Mensch. Das war eine lustige kleine Geschichte. Und einmal habe ich... Bei uns waren die Schränke immer kaputt, deswegen haben wir dann Tische genommen. Oh, auch nicht schlecht. Ihr kommt aus Belhanka? Ja. Ah. Sie. Nun, wer war euer Lieblingsdozent damals? Der alte Nivese, gibt's zu. Das war ein guter. Wir hatten damals keinen Nivesen bei uns. Aber die Hexe aus Torwall war gut drauf. Ah, kann ich mir vorstellen. Ich hatte ein, zweimal Auseinandersetzung mit ein paar Hexen, aber so im Großen und Ganzen sind das schon prächtige Frauenmänner. Sie. Monsignore, ist geschätzt unter Deck zu gehen. Ich würde mir gerne einmal die Navigations- und Manövriermöglichkeiten dieses Schiffes erkunden. Ihr könnt euch an Bord umsehen.
Heißt das ja oder heißt das nein? Na, bleibt an Bord, ja? Also nicht im unter Deck. Ah, verstehe. Vielleicht könnt. Wie ich verstehe. Ich würde dann hoch zum Steuerrad gehen. Mhm, ganz sehen, wie da wohl dieser Mondino steht. Das ist ein Mann mit Spitzbart, Magier, Florett, ziemlich hager und streng zurückgekämmte Haare, der wohl ebenso aus dem Horasreich kommt. Blickt dich dann über seinen Zwicker herab an, so als wäre er etwas Besseres. Gestatten Abelmir Jamorinus, mit wem habe ich die Ehre? Mudaris Mondino, Yamotazi. Ach, endlich der Klang aus der Heimat. Ja, ihr habt es sicherlich nicht einfach an Bord dieses Zoos. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Valpo hat zwar in Belhanka studiert, aber er vertritt das Horasreich nicht angemessen. So scheint es mir. Er ist dem Rauschkraut sehr zugetan. Ihr wollt also etwas mehr über dieses Zauberschiff lernen, ja? In der Tat. Ich interessiere mich insbesondere für die Manövrierfähigkeiten und Antriebseinheiten dieses Schiffes außerhalb dieser primitiven Segel. Nun, die kann ich euch wahrlich zeigen. Der Antrieb des Schiffes selbst ist kein großes Geheimnis. Ruderketten, ein Steuer und nun die Segel sorgen dafür, dass wir geradeaus fahren. Allerdings mag der Kapitän Rafik Ibn Dahmani es tatsächlich nicht gerne, wenn man in dem Boot umhergeht, im Unterdeck, in den Laderäumen oder aber in der Kajüte der Magister und Adepten. Tatsächlich haben wir einiges Geheimwissen, das uns davor bewahrt, dass dieses Schiff explodiert. Nur zu verständlich. Vielleicht könnt ihr mich trotzdem etwas, aufklären, wie die Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen, Kulturen funktioniert und natürlich auch die Mechaniken hier interessieren mich natürlich. Nun, die Mechaniken sind nichts Besonderes. Eine große, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Taluke? Eine Cedrake? Eins von beidem, ich weiß es nicht. Aber dieser ganze Zoo, ihr sagtet es tatsächlich, er funktioniert wahrlich nicht. Ja, ich kenne das. Ich war selber einmal Kapitän, aber das ist zum Glück Geschichte. Ach, habt ihr schon einmal gedacht über einen außerbordlichen Antrieb? Antrieb, der außerhalb der Windkraft funktioniert? Nun, Mudaris, seid ihr tatsächlich noch ein Magier oder seid ihr unter die Mechaniker gegangen? Nun, ich bin in beiden Gebieten sehr gut bewandert. Ihr versteht euch also auf alles, aber nichts richtig, ja? Nur würde ich das nicht behaupten. Ich bin ein Meister in beiden Professionen, könnte man sagen. Verächtliche Schnauben. Nun, ich wollte euch nur aufzeigen, wie man vielleicht das Schiff etwas schneller machen könnte oder beweglicher, aber wenn ihr da nicht interessiert seid. Das Schiff existiert tatsächlich durch die Djinne. Jede andere Daseinsberechtigung hat es in meinen Augen längst verloren. Und durch diese Wesenheiten sind wir allerdings mit keinem anderen Schiff zu messen. Es geht hier also nicht um profunde Mechanik, lediglich die Zauberkraft. Und meine klar observantistischen Möglichkeiten schaffen es, dass wir so sehr erfolgreich sind. Seid ihr nicht besorgt darüber, dass ein einzelner Kantos des Elementarbands euch den Tag vermiesen könnte? Wir haben selbstverständlich Schutzzeichen dafür angebracht. Nun, ihr wisst allerdings, dass die außergewöhnlichen Aktivitäten in den Schwarzen Landen große Fortschritte bei der Anwendung und vor allem Stabilisierung des Produktions vorangebracht haben, ja? Nun, auch wir haben... Es ist ja so, als würde ein Zauberspruch des Tötet alle Ruderer existieren und trotzdem würden alle noch Ruderer anschaffen. Wie gut, dass wir über alle 6 Elemente verfügen.
Vergessen wir nicht die deutliche Schwächung von Elementaren, sehr praktisch nachgewiesen. Genau, die Kürzlichkeit ist ein interessanter Artikel im Spiegel der Schwarzmagie, jedenfalls. Ihr wisst aber, dass ich klar observant Hellsichtsmagier bin. Ich weiß, dass ihr nun gleich vor... Ich weiß, dass ihr... Lasst mich ausreden. Ich weiß bereits, dass ihr mir nun Dämonologie vorschlagen mögt. Oh nein, ich würde doch im Himmel nicht dazu kommen, eine so hohe und noch dazu, sagen wir, anspruchsvolle Kunst in Hände wie eure zu legen. Bitte, ich sehe eure Zauberzeichen. Wollt ihr einen Bandkreis ziehen? Ich sowieso nicht. Seht ihr, ihr würdet es von einem Studenten machen lassen. Und der würde einen winzig kleinen Fehler machen und dann frisst der Stuhl auf euch alle. Modaris, versteht doch einfach bitte, dass ich... Mir ist es egal, wie dieses Schiff funktioniert. Hauptsache, es funktioniert. Über all das andere wird Rafik Ibn Dahmani bestimmen. Aber genau das erzähle ich euch doch. Ihr seid Narren, wenn ihr glaubt, dies hier könnte auf Dauer gut gehen. Oh, das wird auf Dauer gut gehen. Seht ihr die elementaren Verflechtungen? Und oh, ist das wunderbar. Hier, elementare Harmonie, fast in Reinheit. Oh, wie man ihr sich das nur... Ihr seid keinen Deut besser als die Dämonologen der bosporanischer Tradition. Dann die auch glaubten, sie könnten ihr... immer näher an die Sonne fliegen, bis sie schließlich geschlagen. Dann solltet ihr einfach ein Schiff aus Dämonen herbeibeschwören, meinetwegen ein Mahaitamim in euer Schiff einladen und wir werden einander bekämpfen. Warum Schauen sollte wir mal... ich so etwas Gedankenverlorenes tun? Die Drachentöter selbst könnte euch... Sobald sie wieder auslauffähig ist, locker von der Seeplatte putzen. Vielleicht sollten wir diese Diskussion etwas mit profanen Rotzen. Aber bitte, sowas bitte, meine Herren. Es kommt doch nicht darauf an, wessen Methode nun die beste ist. Ich denke, Serpentilio de Lazar wollte euch einen wohlgemeinten Ratschlag geben. Aber ist das nicht die Mischung? Polamidische Zauberer sind alle gleich. Ihr spielt mit dem Feuer und eines Tages werdet ihr euch verbrennen. Aber seid ihr kein tulamitischer Zauberer? Meisterin Al-Shabra, ihr wisst doch zu gut, dass ihr selbst unter der Knute von ihnen gelebt habt. Ihr seid im Versagen groß geworden, habt ihre Tradition mit übernommen und seid durch sie korrumpiert worden. Ihr habt unter den gleichen schändlichen Taten wie all die anderen Tulamiden gelebt und gelernt. Nun, wir betrachten das als die tulamidische Hochkultur. Und aber wenn ihr sagt, ich sei korrumpiert und nicht, als sei nun diese Art der Magie die tulamidische Art, dann werdet ihr wohl kaum von mir erwarten, dass ich nun spontan meine Meinung ändere. Nichtsdestotrotz denke ich nicht, dass es einen Grund gibt, derartig aufeinander loszugehen. Ich erwarte gar nichts von euch. Ich möchte einfach meine Ruhe. Und jetzt kommt Meister Abel mir und erzählt mir, dass er Mechaniker ist. Dass er nebenbei während seinen Studien auch noch Zeit hat, die profunde Mechanik zu lernen. Und er möchte mir wahrlich beibringen, dass er beides gleichzeitig vermag. Das ist vermessen. Natürlich. Nun, ich denke, wir sind die Sache völlig falsch angegangen. Immerhin sind wir hier, um die Sulman al-Nasori zu bewundern, die wahrhaft einzigartig ist. Und selbstverständlich behaltet ihr eure Geheimnisse, aber vielleicht können wir euch um euren Rat bitten. Hey, Mondino, sei doch nicht wieder so scheiße zu reden. Wir haben nicht die Möglichkeiten, etwas Vergleichbares hochzuziehen, aber wir haben mit Boltax auf jeden Fall auch einen sehr fähigen Elementaristen an Bord. Vielleicht gibt es etwas Kleines, ein kleiner Verbesserungsvorschlag, den ihr uns für unser profanes Schiff geben könntet. Meine Empfehlung, mehr Hellsichtsmagier. Hellsicht ist für Stümper, die nicht wissen, was sie tun. Oh, ich habe das ist interessant, aber was genau tut ihr für dieses Schiff? Mondino, sei nicht immer so scheiße. Das sind Gäste von Rafik. Es heißt also immer noch Modaris. Mondino, ja, Montazzi. Also, auch für dich, Valpo. Nicht. Es stört euch nicht, wenn ich euch Monty nenne. Also Monty, ich bin auch ein Hellsichtsmagier. Erzähl mal, also, wo hast du denn gelernt? Nun, meine Frage ist, es muss doch erst einmal Magie vorhanden sein, damit ein Hellsichtsmagier irgendetwas untersuchen kann, oder? Was
Was ist eure Rolle auf diesem Schiff? Ich gewinne Kämpfe, Gefechte. Mit Hellsichtsmagie? Korrekt. Oh, könnt ihr auch die Zukunft voraussagen? Informiert ihr euch über die Strategie des Feindes, indem ihr ihn in den Kopf blickt, oder was tut ihr? Korrekt. Das kann ich auch. Wir hätten Mondino schon längst rausgeschmissen, wenn er nicht wüsste, wie er zaubert. Er ist wirklich gut, aber er ist ein Arschloch. Niemand mag ihn. Wer redet denn da überhaupt? Valpo, der erste Offizier. Aha, der ist gerade durch das Ilmenblatt ein bisschen lockerer geworden.